Was geht ab, ihr Pesselings? Mein Name ist Holger und willkommen bei Hotbox. Jo Leute, schön, dass ihr einschaltet. Heute über das Thema neue Wahl. Ich habe auf jeden Fall ein paar Sachen bestellt für meine Pranks. Und zwar sowas wie Perücken. Hauptsächlich Perücken und für die Rollenspiele, andere Charaktere, was in Zukunft kommen wird. Hab mir gedacht, okay, Furzen ist schon eine coole Sache, das mache ich hauptsächlich gerne. Also da habe ich mehr die Leidenschaft, weil es beziehungsweise einfacher ist, ja. Aber nur ständig Furze, dann wahrscheinlich langweilig. Zum Abwechslung sind immer gut. Hab mir dann gedacht, komm, lass uns mal in so schöne Charaktere hineinschlüpfen. Die So, zum Beispiel in ein Emilio, werdet ihr gleich sehen. Oder zu andere wie Nerds, keine Ahnung. Ja, ich würde mal Skippy nennen. Bestimmt kennt auch manche Leute den Skippy. Ja. Wollen wir mal was ausprobieren? Sehen wir dann. Ich habe hier aktuell in meiner Hand. Was war das denn? Sogar zwei Perücken, genau. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll, aber das seht ihr jetzt gleich. Was kann ich dazu sagen? Justin Bieber Look oder Skater Look? Wäre eine Option. Den blonden Thor. Außer euch fällt was ein, schreibt mal in den Kommentaren irgendeinen Namen. Würde mir gefallen, will mir weiterhelfen. So, es geht weiter. Neue Box. Noch eine Perücke. Ich habe echt keine Ahnung, was das für eine Perücke ist. Das habe ich noch bestellt für den Japan-Tag, ein Cosplay. Ich werde mich wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern ich werde mich als Ace verkleiden. Aber das brauche ich jetzt nicht zeigen. Werdet ihr dann hier im Laufe der Tage sehen in Videos. Also Ace-Kette. Ich glaube, das ist eine Ace-Tasche. Bin jetzt nicht ganz sicher. Oder eine Ace-Gürtel-Beintasche für die Hose. Ist auch noch dabei. Ah, sorry. Das ist die Ace-Tasche. So, nicht schlecht, aber kann ich auch privat anziehen. Und das müsste wahrscheinlich die Hose sein, genau. Gut. Zweite Perücke. Hier denke ich mal, dass wir so einen Helmut haben. Außer euch fällt das eher was ein, sonst wäre es ein Helmut. Last but not least, letzte. Und zuletzt habe ich was. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber diese eine Person kann sich denken, wen das wäre. Das wäre ein Geschenk von mir für ihn. Es kommt gleich, es kommt gleich. Ein Dragon Ball Z. Keine Ahnung, Z. Oder ja, Dragon Ball Z. Cosplay für meinen Bro Erdem. Bro, nochmal alles Gute nachträglich. Ich wollte es nochmal hier im Video zeigen.
Ob das einem fetten Bauch passt, weiß ich nicht. Oder einem fetten Arsch. Aber am liebsten würde ich selber die Hose anziehen. Ich glaube, die müsste ja passen. Sogar ist ein bisschen zu groß, Alter. Scheiße. Oho, das ist ein bisschen blöd. Sogar in Large bestellt. Schauen wir mal. Einmal die Hose. Dann hat er noch sein Shirt. Ich glaube, das ist dieses Dragon Ball Oberteil. Damals, als Goku noch sehr klein war. Diese Kami-Haus von, wie heißt ne? Muten Roshi. Ich denke mal auch, das werde ich wahrscheinlich auch mal anziehen, aber das ist ja ein Geschenk für ihn. Die Größe, wie gesagt, large. Was waren das? Seine Bandagen. Ja, okay, das ist sehr gut. Also, wie es auch heißt. Und diese Bandagen. Wie gesagt, alles Gute nachträglich nochmal. Habe eh schon gratuliert. Und ich hoffe, du wirst es am Japan-Tag anziehen und Spaß dabei haben. Ich werde dann als Ace kommen und er als Goku. Goku Junior, Goku Klein oder weiß ich. Ja. Falls euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Kommentiert unter den Kommentaren, welche von den Charakteren am besten zu mir passen würde. Und wenn ihr Ideen habt, schreibt, seid nicht scheu, schreibt alles, was ihr wollt, Hauptsache ihr kommentiert. Und den Japan-Tag kommt eh noch was. Der Japan-Tag wird eh richtig speziell sein, es wird nächste Woche sein. Am Freitag werde ich schon in Düsseldorf sein, falls jemand kommen möchte. Soll auch erscheinen, auch in den Kommentaren schreiben, wer dort sein wird. Wird aber am Samstag stattfinden, aber ich werde ja Freitag schon die Stadt ein bisschen erkundigen, nochmal darüber ein Vlog machen. Ja, Samstag wird es dann starten. Ich weiß nicht mehr genau wann. Auf jeden Fall wird es zwischen richtig was Verrücktes also geben. Und nochmal danke fürs Einschalten. Viel Spaß euch noch. Wir sehen uns in Tagen. Peace, Perseverance. Ciao. Thank you.